Diese Tage und Wochen sind wirklich schwierig und für viele Menschen auch sehr traurig. Gottesdienste werden abgesagt, Trauungen, Konfirmationen, Feste, auf die Menschen sich gefreut haben, müssen verschoben werden. Und viele sind auch sehr einsam, fühlen sich alleingelassen und haben keine Außenkontakte mehr. In diesen Zeiten gilt ein Wort aus der Bibel besonders, finde ich, aus dem 2. Timotheusbrief. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darum geht es doch jetzt, einander Kraft zu geben, Kraft zu tanken, Nächstenliebe nicht zu vergessen, gerade gegenüber denen, die einsam sind, die sich allein fühlen. Auch die, die nicht ins Internet gehen können, könnten beispielsweise doch angerufen werden. Wir haben Gottesdienste im Fernsehen, im Radio, Ansprachen, das ist wichtig. Und eben auch Besonnenheit zwischen Angst und Panik und dem, was wir wirklich tun müssen, um Solidarität zu üben und Risiken zu vermeiden. Damit Menschen nicht so einsam sind und weil wir wissen, dass gemeinsames Singen auch stärkt, hat die evangelische Kirche in Deutschland eine Idee. Wir haben gesehen, in Italien, Singen kann ermutigen. Deshalb ist der Vorschlag, heute Abend um 19 Uhr und jeden Abend der nächsten Tage um 19 Uhr auf dem Balkon, am offenen Fenster oder im Garten zu singen. Der Mond ist aufgegangen. So kann auch Ermutigung und Gemeinschaft entstehen. In der letzten Strophe heißt es so schön, verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und unseren kranken Nachbarn auch. Ich wünsche Ihnen gesegnete Tage.